Herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek. In diesem Video stelle ich dir die Rewe-App vor und zeige dir auch die ganzen Funktionen, die du in der App hast. Für wen ist jetzt die Rewe-App geeignet? Ganz klar für diejenigen, die öfter beim Rewe einkaufen. Ich persönlich habe auch noch andere Supermarkt-Apps drauf, weil ich auch beim Edeka, Kaufland oder sonst wo einkaufe. Dadurch kann ich halt wesentlich mehr sparen. Insgesamt in 2022 konnte ich 12,50 Euro mit der Rewe-App einsparen. Ich habe auch andere Apps drauf und gesamt gesehen für 2022 habe ich pro Monat 5,93 Euro sparen können. Damit ist mein Handyvertrag bezahlt, was wirklich eine krasse Sache ist. Mit Supermarkt-Apps einfach mal seine Handyrechnung bezahlen. Ich habe dazu auch einige Videos. Ich mache so eine Einnahmeserie. Das verlinke ich dir einfach unten in der Videobeschreibung. Wenn man jetzt die Rewe-App öffnet, sieht man ganz oben Vorteile und Coupons und da kann man gleich die Vorteilskarte anzeigen. Das heißt, ich klicke drauf. Dann sehe ich einen QR-Code, den ich an der Kasse herzeigen muss, der wird abgescannt und dann sieht man, was aktiviert ist. Man sieht, mir sind 8 von 9 Rewe-Coupons aktiviert und die werden eingelöst, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Dann sind bei mir die Rewe-Treuepunkte aktiviert, das heißt, ich sammle automatisch die Rewe-Treuepunkte. Und natürlich die Payback-Karte wird automatisch natürlich auch die Payback-Punkte gesammelt. Also hat man All-in-One sozusagen, man muss nur die App einmal abscannen und dann hat man eigentlich alles erledigt. Dann sieht man hier die gesamten Payback-Punkte, dann die Treuepunkte, die man aktuell gesammelt hat und die Coupons, die aktiviert sind. Das heißt, ich kann einmal auf die Payback-Punkte klicken, dann sehe ich den Punktestand, meine Kundennummer, dann kann ich natürlich meine Payback-Punkte einlösen als Rewe-Guthaben. Das heißt, dass ich einfach die Punkte umwandle in einen Gutschein und wenn ich an der Kasse diesen Vorteilscode anzeige, den QR-Code, den wir vorher gesehen haben, dann werden automatisch der Betrag abgezogen, den ich eingelöst habe. Ab 200 Punkte ist es möglich, also ab 2 Euro. Dann sieht man natürlich noch, dass die normalen E-Coupons aktiviert sind. Das heißt, wenn ich in der Payback-App die ganzen Coupons aktiviere, danach wird automatisch das in die App übernommen. Dann ist natürlich noch mein Rewe E-Coupon freigeschaltet. Das heißt, wenn ich die App herzeige, kriege ich automatisch den Kassenzettel per E-Mail. Dann habe ich noch den Rewe-Bonus-Coupon auch freigeschaltet. Das heißt, ich klicke einfach drauf und sehe jetzt hier, dass man monatlich bis zu 20-fach punkten kann. Ich scroll mal weiter runter. Da sieht man, dass man bestimmten Umsatz erreichen muss, um einen Coupon zu erhalten. Bei 100 Euro Umsatz kriegt man 5-fach Punkten, 200 Euro 10-fach Punkten und so weiter. Dann kann man auch die Payback Services verwalten. Da sieht man bei mir, was alles freigeschalten ist, also eigentlich das gleiche wie vorher. Gehen wir wieder zurück. Jetzt gehen wir auf die Treuepunkte. Da sieht man bei mir, einmal ist mein Sammelheft komplett voll und das zweite habe ich 10 von 30. Und man sieht unten die ganzen Prämien, die es aktuell gibt, die ich haben könnte, wenn die mich interessieren würden. Ich persönlich würde nichts kaufen, was ich nicht brauche. Also immer schön bewusst konsumieren und nicht einfach kaufen, weil es billig ist. Dann gibt es noch die Coupons, die man aktivieren kann. Da sieht man bei mir, dass die meisten aktiviert sind, nur der eine hier nicht. Das heißt, ich gehe einfach auf Coupon aktivieren und schon ist aktiviert. Und jetzt habe ich alle aktiviert, die es gibt. Und man sieht hier die Angebote, was man so aktuell bekommt. Ich habe öfter mal einen 1 Euro oder 2 Euro Bonus bekommen, einfach für den gesamten Einkauf, egal was ich einkaufe, muss aber einen bestimmten Umsatz erreichen von 20 Euro. Dazu zählt aber kein Pfand. Also ist auch mal ganz wichtig. Die Deals ändern sich eigentlich wöchentlich und kann man natürlich ausnutzen, wie man halt lustig ist. Aber wie gesagt, am besten nur das kaufen, was man auch wirklich braucht. So, dann gehen wir weiter runter. Da kann man den Markt auswählen, wo man häufig hingeht. Muss man aber nicht. Kann man hier noch das Prospekt anschauen. Also auch alles all-inclusive sozusagen. Man kann hier einfach durchscrollen. Sieht unten die Aktionen, die es aktuell gibt. Und natürlich kann man die auch zur Einkaufsliste hinzufügen. Dann vergisst man die Sache auch nicht. Dann kannst du hier unten noch Produkte hinzufügen. Das heißt, du klickst hier drauf, gibst hier das Produkt ein, was du haben willst. Und damit dir einiges vorgeschlagen und du kannst das Richtige auswählen und hast eine Einkaufsliste dabei, was ja saupraktisch ist. Wenn man so ein Stück weiter runter geht, hat man noch Rewe Scan & Go. Da kannst du praktisch deinen Einkauf gleich mit der App einscannen und dann an der Expresskasse bezahlen, wenn das dieser Markt anbietet. Finde ich eine coole Sache. Das Einzige, was noch fehlt, würde ich sagen, ist die Bezahlung, dass man dies über die App macht. Vielleicht kommt es noch. Das wäre natürlich dann richtig geil, weil dann könnte man alles über die App steuern. Also die Planung des Einkaufs und den Einkauf selbst könnte man alles über die App machen. Ich bezahle meinen Einkauf immer mit einer Cashback-Kreditkarte, da kriege ich immer ein bisschen was zurück. Habe dazu auch schon ein Video gemacht, das Video verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Aktuell bekomme ich dank einer Krypto-Kreditkarte insgesamt 4% Cashback. Wenn man jetzt noch ein Stückchen weiter runter geht, sieht man Rezepte und Ernährung. Das schauen wir uns gleich genau an. Jetzt gehen wir hier weiter auf Angebote. Das ist alles, was wir schon gesehen haben. Also man sieht hier einfach die Top-Angebote aktuell. Kann man auch gleich in den Einkaufswagen reinlegen, was ich, wie gesagt, einfach super gut finde. Hier gibt es noch einen Wecker.
Du kannst praktisch eine Mitteilung erhalten, also eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Angebot gibt, einen neuen Coupon gibt und sonstiges. Ich habe alles aus, weil das nervt mich. Ich schaue ab und zu einfach in die App rein, beziehungsweise vorm Einkaufen, das reicht auch schon aus und kannst einfach alles aktivieren, was vorhanden ist. Da kann man hier oben noch die Kategorie aussuchen, was man jetzt hier genau haben will und dann sieht man gleich, was für Sachen es gibt und kann, wie gesagt, gleich zur Einkaufsliste hinzufügen. Und das mache ich jetzt. Ich tue einfach zur Einkaufsliste und gehe dann hier oben drauf. Dann sehe ich die zwei Sachen und wenn ich es gekauft habe, klicke ich drauf und dann ist es eben als erledigt markiert. Hier sieht man noch die Vorteile, die habe ich schon vorher gezeigt. Das sind hier die Coupons, die ich schon aktiviert habe. Also das ist nichts Neues. Das ist praktisch vom Start weg, kommt man sozusagen über alle Punkte hinweg und muss nicht direkt draufklicken. Das ist je nachdem, wie man selbst bedienen will. Ich persönlich habe immer nur die Startseite und den Rest brauche ich gar nicht. Dann kommen wir noch zu den Rezepten. Da gibt es verschiedene. Du kannst hier oben aussuchen, was für ein Rezept du haben willst. Hast hier oben auch eine Speicherung, wo du Rezepte speichern kannst. Hier gibt es sogar vegetarisch und bekommt gleich vegetarische Gerichte angezeigt. Kann man auch einen Filter noch setzen. Also es ist wirklich super gemacht, finde ich. Und dann die Rezepte sieht man dann gleich, wie viele Portionen man haben will und sieht auch die Menge, die man braucht. Und wie gesagt, wenn man es gespeichert hat, kann man dann beim Einkauf gleich nachschauen, welche Zutaten man noch benötigt und kann die dann einfach einkaufen. So, jetzt gehe ich noch auf mein Konto hier oben links. Da sieht man meinen Namen, meine Kundennummer. Ich kann mich da jetzt vielleicht abmelden, kann meine E-Mail-Adresse ändern, Passwort ändern, Datenverwaltung, also was ich dir mitteilen will und was nicht. Mitteilungen, also welche Benachrichtigungen du erhalten willst, App-Einstellungen und dann noch die Nutzungsbedingungen, AGBs, Impressum und Lizenz. Ich hoffe, der Einblick in die Rewe-App hat dir gefallen. Wenn du weitere App-Vorstellungen haben willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal, da ich in den nächsten Wochen einige Supermarkt-Apps vorstellen werde, wo du einiges an Geld sparen kannst. Ich spare mir fast jeden Monat 100 Euro dank Cashbacks, deswegen verlinke ich dir hier meine Cashback-Playlist. Diese musst du natürlich umsetzen, um Geld zu sparen. Das heißt ja nicht umsonst, machen ist wie wollen, nur krasser.